Herr Präsident, meine Damen und Herren, Mieter schützen, Wohnungsbau nachhaltig und sozial ausrichten, wie weiter nach dem Mietenkompromiss? Vieles, was heute dazu zu sagen ist, richtet sich auch an die Adresse von Michael Müller, den früheren Stadtentwicklungssenator. Er ist heute verhindert und wir erwarten, dass er beim Flüchtlingsgipfel gut verhandelt für mehr Unterstützung des Bundes bei Unterbringung, Gesundheitsversorgung, Integration und Zugang zum Arbeitsmarkt und auch gegen die Verschärfung des Asylrechts, gegen Abschottung, Abschreckung und Ausgrenzung. Um nicht missverstanden zu werden, wir lehnen es ab, die Flüchtlingsfrage im Zusammenhang mit der Wohnungsmisere zu instrumentalisieren. Diese gibt es schon viel länger. Aus partieller Wohnungsknappheit ist binnen weniger Jahre Wohnungsnot geworden. Der Senat hat viel zu spät umgesteuert. Nichts gegen eine Politik der kleinen Schritte. Aber in der Wohnungspolitik waren und sind sie definitiv zu kurz. Das war schon mit Michael Müller als Senator so und das ist bei Andreas Geisel nicht anders. Neu ist allerdings, dass viel angekündigt und vorbereitet wird. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Vorgestern der Beschluss, die Elisabeth-Aue an sich zu ziehen, in der Woche zuvor Mietenkompromiss, Wohnungsbaubeschleunigungsgesetz, Mauerpark und Leichtbausiedlungen. Konzept und Strategie zur Umsetzung bleiben allerdings vage. Die Kapazitäten fehlen. Gibt es auch dafür einen Plan, außer der subtilen Drohung, sich bei den ohnehin ausgezehrten Bezirken zu bedienen? Es wird viel gebaut in dieser Stadt, keine Frage, aber nicht so, dass es bezahlbar ist. Luxusmodernisierte Altbauten und ausschweifende Neubauten helfen nicht bei der Lösung des sozialen Wohnungsproblems. Darauf weisen Mieterinitiativen seit Jahren hin. Seit 2012 fordert Kotti und Co. bezahlbare Sozialmieten und den Stopp der Verdrängung der Ärmsten aus der Innenstadt. Deshalb gab es das Mietenvolksbegehren mit dem großartigen Erfolg in der ersten Stufe. Und nur deshalb gibt es heute das vom Senat vorgelegte Wohnraumversorgungsgesetz. Das ist und bleibt ein großer Erfolg. Die Initiativen haben den Senat Beine gemacht, aber laufen muss er selbst. Einige Elemente dieses Gesetzes sind echte Fortschritte, andere hingegen fragwürdig oder sogar inakzeptabel. Das ist ausdrücklich nicht den Initiativen, sondern dem Senat vorzuwerfen, der zunächst massiv gegen das Volksbegehren vorgegangen ist. Dann hat er Entgegenkommen und Verhandlungsbereitschaft signalisiert, immerhin. Aber ist das Resultat wirklich überzeugend? Wir unterstützen natürlich, dass Sozialmieterinnen künftig einen Rechtsanspruch auf sozial tragbare Miethöhen haben sollen. Aber warum nicht alle? Warum nur in den engen Grenzen der Angemessenheit? Und warum nur bis maximal 2,50 Euro? Damit wird die frühere Praxis der gebietsbezogenen Mietsenkung de facto abgeschafft. Und warum nutzt der Senat nicht die rechtliche Möglichkeit, die er im Gegensatz zu den Initiatoren des Mietenvolksentscheids hat, die Eigentümer mit einer sozialen Richtsatzmiete an den Kosten der Mietsenkung zu beteiligen? Wir finden es gut und richtig, die soziale Ausrichtung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften rechtlich zu fixieren. Allerdings greift dieser Gesetzesvorschlag auch hier zu kurz. Weder gibt es für die Eigenkapitalstärkung verbindliche Aussagen, noch ist die Rolle der vermögenslosen Anstalt klar und das Mietenkonzept ist sozial nicht tragbar. Hier empfehle ich einen Blick nach München, das für seine Gesellschaften ein Konzept sozialer Mietobergrenzen weit unter den horrenden Angebietsmieten einschließlich umfassender Belegungsregeln verfolgt. Stattdessen wird hier das aus unserer Sicht untaugliche Mietenbündnis mit Gesetzesrang versehen. Zwar wird der Anteil von belegungsgebundenen Wohnungen auf 55% angehoben, zugleich entfällt aber die bisherige Bindung der Höchstmiete an den Mietspiegel. Herr Senator Hallmann, Herr Kollege Rissmann, das stört. Danke. Das hat nicht nur gestört, es ist auch völlig inakzeptabel, das ist jetzt für Herrn Hallmann interessant, die Miete im Härtefall erst dann zu kappen, wenn die Netto-Kaltmiete 30% des Einkommens erreicht oder übersteigt. Maßstab müssen wie in der Rechtsprechung die Wohnkosten insgesamt, also die Brutto-Warmmiete sein. Und das muss generell ohne Ausnahmen, also auch bei umfassenden Modernisierungen gelten.
Warum ist keine Befristung von Modernisierungsumlagen vorgesehen, wie auf Bundesebene gerade diskutiert, wenn auch die CDU dabei ist, einen Rückzieher zu machen? Aber das wundert uns nicht. Warum darf die ortsübliche Vergleichsmiete nach Modernisierung weiterhin um die sogenannte Betriebskosteneinsparung überschritten werden? Warum ist die vom Pankower Mieterprotest erkämpfte Regelung zur angemessenen Wohnungsgröße, nämlich ein Raum mehr als Personen, nicht berücksichtigt worden? Ebenso wenig wie die berechtigte Forderung nach Modernisierungsvarianten, Wirtschaftlichkeitsnachweisen und Mietermitbestimmung. Mehr Fragen als Antworten. Und zum Schluss, die Bildung des Sondervermögens für die Wohnraumförderung ist natürlich ein positives Signal. Entscheidend werden aber die Förderkriterien und der Mittelumfang eben nicht nur für Neubau, sondern auch für Ankauf und Herrichtung von Bestandsgebäuden sein. Damit aus diesem Mietenkompromiss ein wirklicher Schritt nach vorn wird, sind Nachbesserungen im parlamentarischen Verfahren dringend nötig. Und so oder so wird das Kalkül des Senats und insbesondere der SPD nicht aufgehen, die Wohnungsfrage damit aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Dafür sorgt der Senat schon selbst mit seinem Handeln. Politik von oben sollte passé sein. Die Lektion von Tempelhof hat der Senat offenbar nur halb verstanden, wenn überhaupt. Zeitgleich mit dem Mietenkompromiss hat er den Bebauungsplan für ein Areal beschlossen, auf dem eigentlich der Mauerpark erweitert werden sollte. Tausende Einwendungen dagegen haben nicht gefruchtet. Für maximal 120 halbwegs bezahlbare Wohnungen und 220 Kleinstwohnungen in einem Lärmschutzblock an der Bahn schaffen Senat und Koalition lukratives Bauland für mehr teure Neubauten unter dubiosen Umständen. Auch wenn es den Investor Groth freut, wir werden das nicht hinnehmen. Für eine nachhaltige Stadtentwicklung sind Entmachtung der Bezirke, Ignoranz gegenüber Bürgerinteressen und Beschleunigungsgesetze kontraproduktiv. Ein Blick in das kleine Werk zum Wohnungsbau mit 6 Artikeln, das uns in Kürze erreichen wird, zeigt viel Wind um nichts, kein Beitrag zur Beschleunigung von Genehmigungen, dafür aber massive Angriffe auf den Denkmalschutz, auf Umweltverbände, auf Friedhofsflächen und sogar den Berliner Wald. Und das im 100. Jahr des Bestehens des Dauerwaldvertrags. Das ist die falsche Politik. Berlin muss gerade als wachsende Stadt lebenswert bleiben und zukunftsfähig werden. Wir dürfen weder das Grün in der Stadt noch die Demokratie in der Planung dem Mantra des Bauen, Bauen, Bauen opfern. Wir müssen begreifen, dass Stadtentwickeln mehr ist als Wohnungen bauen. Wohnungsneubau geht nicht ohne soziale, grüne und verkehrliche Infrastruktur. Ohne einen Plan, ohne Akzeptanz in der Nachbarschaft und in der Gesellschaft und insbesondere ohne leistungsfähige und motivierte Behörden wird das nichts. Die Fraktion Die Linke im Abgeordnetenhaus setzt diesen Ankündigungen und dem Handeln des Senats ihre Strategie soziales Wohnen mit 6 zentralen Handlungsfeldern entgegen. Die staatliche Verantwortung für die soziale Wohnraumversorgung muss ausgebaut werden. Für die Versorgung Benachteiligter müssen ausreichende Wohnungskontingente zu tragbaren Mieten bereitgehalten werden. Die bezirklichen Behörden müssen gestärkt werden, damit Wohnungsmarktaufsicht, Zweckentfremdungsverbot, Milieuschutz etc. geschärft und tatsächlich umgesetzt werden können. Denn daran hapert es bisher gewaltig. Die städtischen Wohnungsunternehmen als zentrales wohnungspolitisches Steuerungsinstrument Berlins müssen sozial ausgerichtet und finanziell gestärkt werden. Die Wohnraumförderung muss erhöht und neben Neubau eben auch Ankauf und Ertüchtigung von Bestandsbauten umfassen. Mieterinnen müssen vom Senat und Bezirken in der Wahrung ihrer Rechte gestärkt und unterstützt werden. Achselzucken und Verweis auf privatrechtliche Verträge helfen hier nicht. Und die Wohnungspolitik muss mit der Stadtplanung eng vernetzt werden. Dazu gehören auch strategischer Flächenankauf, das Vorgehen gegen Bodenspekulation und Flächenfraß. Gemessen an diesem Katalog sind die aktuellen Senatsprojekte bestenfalls Stückwerk. Wir brauchen endlich eine kooperative, auf Lebensqualität und Umweltgerechtigkeit gerichtete Stadtentwicklung anstelle der vom Senat forcierten Konfrontation, damit Berlin eine soziale Metropole wird. Vielen Dank.